Oh, auf nach Hyrule. Das nächste Hauptziel also. Schön und gut, aber ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Kann ich ehrlich gesagt mich zurück teleportieren? Und vor allem, was ist das überhaupt? Eine Art Nazca-Linie? Schloss Hyrule, das vom Bösen umschlungen wird. Aber wartet mal, diese Linien hier markiere ich mal. Könnt ihr immerhin sein, dass das der gesagte Ort eines großen Dungeons vielleicht sein könnte. Und was haben wir jetzt? Was ist jetzt hier los? Oh, na toll! Ist ja toll. Jetzt sind wir, er sagt, auch schon auf dem Weg nach Hyrule. So ein Mist. Oh, so ein verdammter Mist. Jetzt sind wir schon nach Hyrule angelangt. Das gibt's doch jetzt nicht. Haben wir aber die Möglichkeit eigentlich der Rückteleportation? Ja, wir können uns jederzeit zurückteleportieren, das ist gut. Aber solange wir, sag hier unten, sag kein Teleportationspunkt haben, ist das Ganze jetzt ein bisschen unpassend. Und generell, wo sollen wir jetzt eigentlich als nächstes hin? Wir sind im Königreich Hyrule angelangt. Funkelfrucht, eine für den Verzehr zu bittere Frucht. In der großen Menge an Lichtenergie schlummern, bricht sie auf, um Monster in der näheren Umgebung mit funkelndem Licht zu blenden. Oh Gott, wo ist denn das denn jetzt hier? Und was habe ich jetzt eigentlich markiert gehabt? Fragen über Fragen, die wir hoffentlich irgendwo beantwortet kriegen können. Was ist verdammt nochmal geschehen, nachdem wir, zur Himmelsinsel gelangten. Bockblinhorn. Synthese Angriffsstärke. Horn mit mehreren scharfen Zacken an der Waffe befestigt. Erhöht es die Angriffskraft. Koche es mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Ja, schön. Ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal die Äpfel gekriegt von ihm. Also, was ist jetzt hier los? Das sagt jetzt nichts weiter als eine kleine Baustelle. Oh, was haben wir hier? Materialdepot für Wiederaufbauzwecke. Bitte bedienen Sie sich bei Bedarf, bei Interesse an dem Traumhaus. An einem Traumhaus ist das Bauunternehmen Dumpstar für Sie da. Oh, wieso hat er das denn jetzt gegriffen?
Das ist zu schief. Okay, vielleicht kriege ich das jetzt aktuell nicht anders hin. Warte mal, was ist da drüben denn der Sack für orangener Kram da? Würden die Räder eigentlich so funktionieren, wie ich es denke? Oder brauche ich dafür irgendwas anderes noch? Ich würde mir jetzt sagt zu gerne einen Fahrbahnuntersatz bauen. Aber ist das möglich? Ganz offensichtlich ist es möglich. Ob das auch so möglich ist, wie ich es mir denke? Das sehen wir erst, sobald wir das letzte Rad befestigt haben. Mal sehen. Es sieht doch bis jetzt eigentlich recht gut aus. Okay, Feuer frei. Ein Lenkrad wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Aber im Bereich des Möglichen wäre es jetzt auf jeden Fall. Andererseits ein Pferd, das wäre doch jetzt, er sagt, nicht verkehrt. Aber bis wir jetzt also hier wieder ein Pferd finden. Dauert es auch eine halbe Ewigkeit, würde ich mal sagen. Unterbüchs 2.0. Oh, verdammt nochmal. Ist das, sag nicht, da drüben das Reich der Orni? Oh, verdammt nochmal. Hey. So, es wird jetzt gesagt Zeit für Unterbüchs 2.0. Hallihallo, Alöle, mein tapferes Pferd. Oh. Ho, ho.
Ich denke mal, ich nenne dich jetzt, sag nicht, Unterbüchs 2.0. Ich schätze mal... Okay. Die wollen es, wie es aussieht, nicht anders haben. Okay, wer von denen hat mich jetzt in Brand gesetzt? Du also. So, geht doch. Ach, einer hat überlebt. Bockblendhauer. Okay, auch noch gutes Bockschild. Reise Zweihänder. Waren das immer noch nicht alle? Ah, da drüben ist ja ein Schrein. Okay, einen Teleporterpunkt, den brauchen wir. Hier sind ja zwei Truhen. Das haben die also die ganze Zeit über bewacht? Moblenbohrer. Gut, dieser von einem Baum abgeschnittene Ast ist lang und gerade, sodass man damit fast wie mit einer Lanze zustechen kann. Und wieder mal ein bisschen Bernstein. Tja, meinetwegen. Wir haben uns jetzt wieder gut ausgerüstet, würde ich mal sagen. Wir haben uns einigermaßen gut ausgerüstet. Nur müssten wir jetzt, warte mal, Bockblinhorn. Und jetzt eben eine kleine Waffensynthese. Oh, gerade mal ein Rubin. Unser erster eigener Rubin. Und blöderweise Unterbüchs 2.0 hört noch nicht auf uns. Hier fehlt halt noch ein Reitstall. Los! Los! Was ist das?
Okay, falscher Knopf. Warte mal, wir können das ja greifen? Oh, das war wirklich ein Krogversteck. Oh, du hast mich gefunden. Es war ein Krogversteck. Tschüss. Ah, der neue Unterbüchse ist der Sack wirklich ein... Wartet, warte, warte, warte. Halt. Nein. So. Ich habe doch hier vorhin irgendwo... Ah, da drüben. Okay, da drüben ist ein weiterer Schrein. Unterbüchs 2.0? Wir haben einen Schrein zu entdecken. Tut mir leid, Flamingo. Was sein muss, muss sein. Der Geocini-Schrein. Wir brauchen halt einen Teleporter im Erdland. So viel ist sicher, wir brauchen erstmal hier einen Teleporter im Erdland. Formenrätsel. Okay, ein Formrätsel, das kriege ich hier Sack auf die Reihe. Ja, das kriegen wir doch hin. Wir müssen irgendetwas durch das X kriegen. Moment, ist da oben noch was? Nein. Ah, nein, andersrum. Das ist also auch clever. Das hat jetzt irgendwie nicht so ganz wieder geklappt. Okay, was genau ist jetzt der Sack hier wieder Phase?
Was bitte schön verstehe ich jetzt aber diesen Rätsel nie? Bin jetzt nicht mal ansatzweise so sicher, ob das jetzt der Sack verlangt war. Okay, das war Sack jetzt wieder nicht richtig. Okay, mal sehen. Okay, hat zwar jetzt wieder ein bisschen gedauert, bis ich das Ganze gecheckt habe. Oh, komm schon, was ist denn mit dir los, Link? So, eine Spurtmedizin, mal was Neues wieder. Gut, gut, gut. Okay, wieso zum Henker kann ich dich jetzt, sag, nicht so recht drehen, wie ich es haben will, mal wieder.
Menschenskinders, was ist das doch ein umständlicher Klotz? Okay, wieder mal die falsche Reihenfolge. Okay, die Sache mit den Drehen, das habe ich jetzt irgendwie immer noch nicht so ganz raus. Jetzt hatte ich's doch schon fast. Wieso zum Henker bleibst du denn nicht drinne? Link, wenn du doch bloß ein bisschen besser springen würdest, würde das doch schon Sinn ergeben. Warum nicht gleich so, mein Lieber? Oh, Besucher dieses Bandschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hier geschafft zu haben. Nun soll das reinige Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Halleluja! Ich will also hoffen, dass unser tapferes Pferd Unterbüchs 2.0 oder Boxer Short. Ja, nennen wir ihn doch jetzt einfach wirklich mal Boxer Short. Ich hoffe mal wirklich, er ist noch draußen. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Und vor allem aber auch will ich ja also mal hoffen, dass besiegte Bossgegner uns ja sagt eigentlich auch noch
Herzcontainer geben. Ich würde ja eigentlich, ja, sobald ich erstmal wieder ein weiteres Herz habe und noch ein bisschen bessere Ausrüstung, würde ich eigentlich. Was ist da denn jetzt auf einmal los? Würde ich eigentlich wirklich zu gerne mal lieber. Abgrund der Ebene von Hyrule. Ich glaube nicht, dass ich dort der Sack schon runter sollte. Lieber Reisender, tu deinem Körper den Gefallen und halte dich von dieser seltsamen Substanz fern. Sie wird Miasma genommen. Wenn du sie berührst, wirst du rasch deine Lebenskräfte verlieren. Mir ist genau das passiert. Ich habe den Untergrund untersucht und bin dem Miasma zu nahe gekommen. An der Oberfläche wirst du dich nach und nach erholen, auch wenn es dir richtig mies geht. Im Untergrund geht das leider überhaupt nicht. Ich habe wirklich gedacht, ich werde sterben. Ach, und das, obwohl ich damit betraut wurde, diese Untersuchung hier zu leiten. Ich schäme mich so. Jetzt bleibt alles in Diwali hängen. Diwali hängen. Ach nein, Diwal hängen. Eigentlich wollte ich um die Mittagszeit wieder richtig fit sein, aber. Naja, das scheint nicht gerade so zu funktionieren. Oh. Hey, du kannst doch nicht, du kannst doch dich noch jemanden anschleichen, der in das Loch schaut. Stell dir mal vor, wir müssen unsere Forschungsarbeit wegen einem Unfall oder so unterbrechen. Ja. Die Erforschung der Abgründe hat dir die hat für die Sonau-Forschungsgruppe allerhöchste Priorität. Und Joscha, die vom Spähposten aus alles bis ins Detail geplant hat, wäre sowas von enttäuscht. Abgründe erforschen? Das sind die großen Löcher, die während des Kataklysmus entstanden sind. Es gibt überall in der Welt Reihenweise davon. Wir können große Löcher wie dieses, bei dem man den Boden nicht sieht, nicht einfach ignorieren. Also, wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Forschung scheitert für unser Idol, Joscha. Joscha? Oh. Du siehst doch dieses große Ding da drüben, das wie ein Turm aussieht, oder? Ja. Die Basis für unsere Arbeiten befindet sich dort. Joscha ist auch da. Übrigens, sprich mich das nächste Mal nicht so plötzlich an. Ich arbeite hart an den Forschungen, selbst zu so früher Stunde. Okay. Den Turm sollten wir also als nächstes auch mal unter die Lupe nehmen. Es gibt also wirklich noch sehr viel zu entdecken. Abgesehen natürlich davon, dass Boxer Short jetzt aktuell nicht gerade sehr daran interessiert ist, auf uns zu hören. Also gut. Ach, sieh mal an, wir müssen ja dorthin. Wenn das hier so ist, dass wir wirklich, ihr sagt, dorthin müssen. Oh, verdammt nochmal. Ja, durchs Miasma zu reiten ist nie eine gute Idee. Aber dafür haben wir hier. Was ist dann jetzt los gewesen? Wir haben doch. Ja, da drüben ist ein weiterer Schrein. Okay. Du bleibst hier, verstanden? Ich hab, sag hier noch kurz was zu erledigen. Ich muss mal kurz eine weitere Himmelsinsel unter die Lupe nehmen.
Archipel des inneren Hyrules. Große Sonau-Energiesphäre ist zeitweilig unbegrenzt. Enorm energiehaltige Sonau-Energiesphäre, sie kann an einem Kapselspender verwendet werden oder kurzzeitig den Batterieverbrauch stoppen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich einen Fehler, ja. Schön und gut, dass wir jetzt hier oben angekommen sind, aber wenn ich jetzt in den Sack runterspringe, segne ich wieder mal das Zeitliche und ich habe dann ja gesagt den Energiekern nicht. Ich will mal hoffen, das klappt. Ihr wollt mir doch jetzt hier verarschen. Wie weit am Abgrund müssen wir denn stehen? Also das hat ja mal gar nicht geklappt. Also das hat der Sack ja mal so gar nicht geklappt. Ich will mal hoffen, dass wir jetzt der Sack nicht in der Luft sind. Wehe. Och nö. Ach, das gibt's doch nicht. Das wird schwierig. Oh, komm schon! Wie bitte soll ich ihr Sack von da jetzt runterkommen? Das ist doch jetzt der Sack nicht möglich. Och, Menschenskind, das ist doch eins. Wollt mir doch jetzt hier verarschen. Die Kiste ist doch noch nicht mal da. Oh. Oh, nicht schon wieder. So zum Henker haben wir auch bisher den Gleitschirm nicht gekriegt. Das ist doch nicht
möglich. Wieso hat man keine Möglichkeit hier? Es müsste doch irgendwie eine Umge... Warte mal, wieso, wenn er sagt, was runtergefallen ist, wieso kommt's... Ach, verdammt nochmal. Nicht schon wieder! Wir müssen jetzt, sagt, was anderes machen. Ich muss einfach mal sehen, wo er sagt, der schnell gespeichert wurde. Die Ebene von Hyrule. Die verdammte Ebene von Hyrule. Ach, Menschenskind, das ist noch eins. Na, noch einmal mache ich das Ganze hier nicht. Was macht der Heini jetzt hier? Menschenskinders noch eins, Menschenskinders noch eins. Diese Bockblends von heute, die sind, sag, wirklich nervig. Aber das ist doch jetzt, sagt, wirklich lächerlich, dass wir wirklich keinerlei Möglichkeit hatten, da vernünftig runter wieder zu kommen. Naja, mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte es eine Möglichkeit gegeben. Aber nicht mit dem, was ich, sagt, jetzt hatte. Na gut, liebe Leute von heute. Na gut, na gut, na gut. Dann sind wir auf jeden Fall jetzt erstmal hier unten angekommen. Und ich würde mal sagen, im nächsten Part, ohne großartig zu verzagen, werden wir dann wohl... Warte mal, Reise-Zweihänder. Gut, auf den Boden damit. Es wird Zeit, dass wir eine weitere Kombination machen. Hm? So. Der extra lange Reise-Zweihänder wird im nächsten Part auf jeden Fall eingesetzt, um diesen Schrein zu erkunden. Und danach, ja, wollen wir doch erst sagen... Warte mal, ist das jetzt... Ist das, sag, ein Stall? Oder ist das, sag, eine Bockblind-Basis? Das Kolosseum kennen wir auf jeden Fall auch. Ich habe zwar, sagt, den Typen da, sagt, nicht bekämpft gehabt. Aber ich weiß auf jeden Fall, es gab da einen Leunen. Ob da jetzt, sagt, immer noch einer ist? Ich könnte es mir vorstellen.
so oder so mit unserem neuen Schwert im Boden. Sag ich da mal jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir dann diesen Schrein in Angriff nehmen werden. Ein weiterer Teleporter wird dann zur Verfügung uns stehen. Bis dann und ciao bis dahin.